Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wir machen jetzt nun in Welt 1 nochmal eine große Erkundungstour. Denn jetzt geht es an die Schätze ran. Soweit ich weiß, kann man nach Abschluss einer Welt alle Schätze sich holen, die in dieser Welt zur Verfügung stehen. Oder vielleicht auch nicht. Was ist denn das hier? Damit kann ich nicht interagieren. Also wir haben schon mal eine Waffe erhalten. Dann. Als zweites gibt es übrigens 37 Kisten. Exotischer Furz, habe ich das richtig gelesen? Ach, den gibt's so 30. Naja, nach meinem Video gibt's aber 37. Naja, mal gucken. Vielleicht sind da auch Schätze drin, die gar nicht gelistet werden, weil irgendetwas. Ich werde übrigens das Video in doppelter Geschwindigkeit angucken und vorskippen, damit ich nicht so lange rumdattere, um die Stelle zu finden, bei dem es einen Schatz gibt. Aber hundertprozentig vermeiden lässt sich es nicht. Würde ich auch übrigens empfehlen, wenn ihr mein Video anguckt, doppelte Geschwindigkeit, wenn ihr selber nach den Schätzen sucht. Vielleicht schafft ihr noch das geheime Kapitel. Mit schaffen meine ich finden. Hier ist jedenfalls der erste Schatz, den haben wir aber schon geöffnet. Jetzt tue ich hier so parallel. Mal gucken. Hier ist im Normalfall so ein roter Ring, aber der ist da nicht. Was ein Zeichen dafür ist, dass ich den Schatzpreis habe und man sieht es, ich habe den schon. Dann lassen sich hier Truhen öffnen, das ist eine. Ne, hab ich schon. Dann die zweite. Gibt es hier? Also was ist die zweite, die nächste? Nein. Was gibt sowas hier? Aber man braucht das zweite, um weiterzukommen, denn jetzt wird hier irgendwas frei. Ich habe nur mit dem halben Auge drauf geguckt, aber anscheinend gibt's auch was Drittes. Okay, dann mach ich halt eben in einer anderen Reihenfolge. Und tatsächlich ist was wir noch nicht hatten, und zwar Mario. Hey, wir hatten noch Mario schon. Ja, ich weiß. Das ist für die Galerie. Luigi, was machst du für Geräusche? Was passiert, wenn man komische Geräusche macht? Wurde es ausgetauscht? Schrecklich, aber irgendwie auch verdient. Hier haben wir was, was wir vorher nicht schnappen konnten. Und einen Schatz. Aber es war auch gar nicht der, der gesucht war. Da kommt noch was anderes. Das hier war auch gar nicht im Video gezeigt, aber da gibt es sogar noch was Grünes. Also war es jetzt so für diesen Durchgang und unnötig oder auch nicht. Wir wissen es nicht, ob für das Grüne gut ist. Ja. Jetzt gucke ich mir an, jetzt holt er sich das, was ich mir schon geholt habe und das, was auch sich hier schon geholt wurde. Und das Grüne war scheinbar nur als Abkürzung für die Coins. Sehr interessant. Okidoki.
Dann können wir hier weitermachen. In dem Gebiet sind wir fertig. Also. Hier. Lang gehen. Und jetzt. Hier rein. Diese viel zu lange Fahrt genießen. Oh, haben wir schon gedrückt. Na toll. Dann war es also unnötig. Also ich hoffe, wir dann auch dementsprechend den Schatz haben. Sicher ist sicher, daher gucken wir nach. Und ja, wir haben es schon. Okay. Dann können Sie ja weitergehen. Hier haben wir auch den ersten Tod. Das haben wir ja per Dings gemacht. Per geheime Welt und sowas. Was passiert übrigens, wenn man hier reingeht? Der Guide geht da rein und ich gehe darum auch rein. Und wir kriegen Rabbit Luigi. Das ist jetzt wie so eine Art Shortcut zwischen zwei unterschiedlichen Gebieten. Okay. Cool. Dann kann es aber im Prinzip weitergehen. Mit so einem kleinen Plattenrätsel. Das wir schon scheinbar haben und deswegen nicht nochmal machen müssen. Ich gucke gleichzeitig mir das Video an, wenn es nicht versuche zu gehen. Was nur semi-gut funktioniert. Dann geht einfach hier lang. Dann lässt er sich ballern. Das haben wir schon, da war normalerweise so ein blauer Dings gewesen. Na, geht jetzt eine Weile bis zum nächsten Schatz. Aber das soll uns ja nicht davor abhalten, es sich doch eben zu holen. Also. Hier und dann irgendwie irgendwo seitlich. Hier. In der Tat, das hatten wir noch nicht. Dann als nächstes zum Challenge Toad durch und dann durch die Röhre. Da drüben hätten wir den Challenge Toad, den wir übrigens noch nicht gemacht haben, weil kein Bock. Und das hat man auch noch nicht. Und Nummer 18 ist auch wieder einiges an Laufarbeit. Da geht's lang. Okay. Es geht in den Dschungel. So eine Art Dschungel. Na komm, das kann man doch schon ein bisschen als Dschungel bezeichnen. Vor allem, wenn jetzt die Shader-Effekte kommen.
Das nächste war ein Schatz, was wir bis dato uns nicht holen konnten, weil wir diese Kiste noch nicht verschieben konnten. Und hier können wir uns auch wieder wegschießen. Belohnungen sind übrigens Power-Orbs. Sowas ist immer cool. Powerkugeln. Dann sowas. Dann Fragezeichen. Ja. Aber es geht dann erstmal wieder zurück. Weiß jetzt nicht, wo lang es geht. Ah, Toilette, das sieht doch schon mal gut aus. Mal ein bisschen auf Klo gehen. Jetzt können wir wieder diese Lieblingswände. Und hier haben wir einen Schatz. Wenn wir schon Gold haben, irgendwo ist auch so ein Schalter für uns, war genau da vorne. Dann gäbe es hier irgendwo eine Goldkiste in der Mitte. Wenn wir bereits die Red Coins haben, kann ich diese Kiste finden. Ja, da haben wir sie. Und wir haben jetzt schon fast zwei Drittel. Okay, wir müssen jetzt erstmal wieder ein Stückchen weitergehen. Wenn ich den weiter Weg finde. Ich würde sagen, das gut aus. Nein, es ist eine Sackgasse. Die uns ein paar Coins gibt. Was ist überhaupt eine Sackgasse? Wie die einen da trollen. Das wird auch in späteren Welten ätzend, hier mit diesen Schiebeteilen. Das hier sieht gut aus. Hier war hier was oder waren hier nur Coins? Hier waren anscheinend nur Coins. War hier irgendwelche Röhren. Irgendeine Röhre war interessant. Ich glaube, das war die hier. Diese Röhre war interessant. Ja, aber wir hatten bereits den Schatz. Also. Irgendwo hier. Genau hier. Den Schalter aktivieren. Das haben wir schon bereits von der anderen Seite gesehen, aber jetzt können wir da auch hin. Jetzt kommt eine kleine Mini-Challenge. Habe ich schon die Hälfte der Zeit gebraucht. Wir kriegen eine Waffe. Ansporn. Als nächstes wäre es ganz hilfreich, die Plauenplöcke.
erschaffen zu lassen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sorry. Weil ich so abgelenkt war. Interessant. Jetzt kommen hier die gelben Blöcke. Aber auch die bringen einen bisher noch nichts. Oder auch hier bringt einen auch noch nichts. Aber was einen was bringt, ist das hier. Und zwar haben wir das hier freigeschaltet und okay. Ja, jetzt sehe ich es. Rote Münzen. Die sind keine. Zwei. Drei. Problem, ich habe keine Ahnung, wo welche sind und wo nicht. Ich glaube, die werden schon nicht in einem anderen Bereich sein, also war das hier komplett unnötig. Ich liebe es, komplett unnötig Sachen zu machen. Auf einmal, dass sie auf Zeit ist. Nix. Kriegen wir. Rest. Kriegen wir nicht. Okay, dann nochmal ein neuer Versuch. Jetzt wissen wir schon etwas mehr. Eins. Zwei. Lolos. Drei. Da war nichts. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ach komm! Das war eng. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Diesmal sogar ohne, dass dieser achtunglos wenig Zeit Sound abgespielt wird. Das ist schon mal gut. Diese gut. Der war es beabsichtigt, der Grammatikfehler. Für die, die es nicht checken, das ist ein Insider der speziellen Art. Jedenfalls sehe ich dann hier auch noch diese Kisten. Ich glaube, die fühlen uns gerne im Chapter anders sein. Ist das überhaupt notwendig? Für Thema Truhen? Egal, wir machen's. Ja, es ist schon mal notwendig für Truhen-Dings. Von der anderen Seite ist mal rein. Hier gibt's Kämpfe. Übrigens, mir egal wie lang der Part ist, ich mach das. In diesem Part. Sei denn, es wird irgendwie eine Stunde lang und ich habe dann Hunger und keinen Bock mehr, dann. Maybe. Da kann ich beide erledigen, das ist schon mal cool. Dann stelle ich mal hier in die einsame Ecke. Mach potenzielle Teamsprünge. Naja, ich sagte potenzielle. Nein, nicht. Könnte ich schon theoretisch besiegen? Nein. Kann ich nicht.
Ich bin immer so hingestellt, dass ich keine Teamsprünge machen kann. Ah, ist alles in außerhalb der Reichweite. Okay, dann bist du in zwei Zügen weg vom Fenster. Sich anderen theoretisch auch erledigen können. Eine kleine Heilung für den Rabbit Luigi. Denn er kann erstmal nicht weiterkommen. Wenn ich ihm das so sage. Wobei, weil die Decke nicht schwachsinnig, hätte es eigentlich an der Wand machen sollen, weil ich von der falschen Seite gedeckt werde. Ah ne, ich konnte da keinen Teamsprung machen. Okay. Dann brauche ich als nächstes etwas Glück. Hab ich nicht. Was? Das kannst du für einen krassen Weg laufen. Schon so krass, dass ich fast schon sage, dass es ein Bug ist. Ich meine, was kann der für einen Weg gehen? Holy moly. Ah, er ist gedeckt. Naja, aber du nicht. Ich wusste, dass er auf den drauf geht. Die sowas von richtige Entscheidung, da den Schild zu einzusetzen. Ach, den kann ich erreichen wie ätzend. Aber dich kann ich erreichen durch Röhren. Yay, Röhren. Ich mag Röhren. Ah, es wird in späteren Welt doch interessant mit den Röhren. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann haben wir Chapter 1 geschafft. Ich sage jetzt nochmal, dass es Chapter 1 war. Oder Schlacht 1, okay. Und zwar perfekt abgeschlossen. Als Belohnung kommen wir zu zwei Truhen ran. Mal gucken, was der Guide dazu Wunderschönes sagt. Ah, der hat es schon bereits gemacht. Aber okay, er holt sich die beiden auch. Die dann 1 und 2. Dann lässt er sich rüberschießen. Als nächstes haben wir fast zu den beiden Röhren Zugang. Ja, woran hat es gescheitert? Gab es noch irgendeinen Schalter, den ich nicht gedrückt habe? Da hilft nichts, als alles doch mal abzuchecken. Ich hab ne Idee. Was ist, wenn ich hier reingehe? Und dann da hinten ist dann irgendwo ein Schalter gibt. Besiege den Miniboss. Also in der ganzen Pfütze egal.
Warum kommt da nicht die voll epische Bossmusik, die voll episch ist? Anstatt hier dieses Gedudel. Problem ist, ich komme noch nicht an den Boss ran, weil er ein bisschen weit weg ist. Aber das Problem ist noch nicht entscheidend. Wobei eigentlich ist es mega entscheidend, aber egal. Ich will schon Heilung abgreifen. Dann die Heldensicht. Und mit einem muss sie in der Nähe sein. Kann ich ihn so diagonal treffen? Mit dem Hammer? Er tut mir nicht. Naja, ich kann aber. Sollte ich. Ich habe die Befürchtung, dass es ihn nicht besiegt. Aber er besiegt auch noch den anderen Gegner dabei. Ja, jetzt hat Mario dumm angeschwächt. Ich sollte vielleicht erstmal den hier mal besiegen, bevor er noch weiteren Ärger macht. Es geht ja um den Miniboss, nicht vergessen. Am besten so, dass ich irgendwie gedeckt werde und am besten nicht gerade vor dem seiner Flinte stehe. Ich glaube, das ist ein guter Spot. Kann ich mal die ganzen Gegner, die da sonst nerven, Schritt für Schritt besiegen. Ich könnte den angreifen, aber sollte ich? Ich glaube, ich sollte nicht. Ich glaube, das ist ungut, was gerade passiert. Erreicht Marios Glück noch nicht. Zuerst einmal voll auf dich gehen. Denn auf dich kommt es ja schließlich an. Ich kann nicht erreichen. Ja, das ist dann mit der Musik passiert. Das war ein unsauberer Loop. Das war schon ein bisschen schlecht programmiert. Hoffentlich, da gehen die alle Peach anstatt Mario und Dings. Was ich leicht bezweifle, weil ich ihnen jetzt Schild gegeben habe. Aber egal. Der hat eine 100% Chance. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt erledigen soll oder nicht. Ein Schild geben und dann einfach mal auf ihn knallen. Soll ich erst mal hier die Raserei machen und dann auf ihn knallen? Ich entscheide mich für die Raserei-Taktik. Dann hier noch ein bisschen Garden. Jetzt kann ich nämlich besiegen und dann nervt er nicht mehr. Ja, ich kann ihn nicht hier mit besiegen. Also nicht garantiert. Die Chancen sind. Ich kann ihn zu 50% besiegen. Ja, ich mache Schild. Und hoffe, dass es irgendwie gut ausgeht. Bitte. Ach, come on. Unlucky. Und dann wird er jetzt. Und dann auch in dieser Runde erwischt werden. Das ist. Der wird ordentlich gekombot. Wenigstens gehen jetzt die ganzen Kackgegner auf. Rabbit Peach, wie ich wollte. Ich kann jetzt in dieser Runde besiegen, die Piranha. Und ich muss ja nur die Piranha besiegen. Ich hab doch jetzt gewonnen, oder? So ist es. Und
Abteilung, das heißt Chapter beendet. Ich habe 5 Goldwaffen freigeschaltet, okay. Und 2 Spezialprüfungen. Aber die kümmere ich mich nicht. Jetzt ist das die Goldwaffen. Das heißt, ich bin nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Na, muss ich auf die Buffs verzichten. Und die Coins brauche ich noch. Ja, geil. Ich glaube, was ich denke ist, wo der Schalter ist, wenn ich mich hier hinballern lasse. So ist es. Kann ich hier die Box verschieben. Und kommen wir so an diese beiden Truhen ran. 20 Powerkugeln, das ist echt nicht schlecht. Okay, dann geht's munter weiter. Also. Weiß mal, wo zack das war, aber ich meine, es wäre hier. Was hier? Ah, ich geh mal auf den Pilz. Oder gehe ich jetzt hier schon wieder zu weit? Nö. Ich gehe genau richtig. Das haben wir noch nicht gemacht, das machen wir später. Dann Schalter drücken und Schalter drücken und zack, dann Schalter drücken und zack, und so kommt man hier ran, das habe ich bereits. Was ab? Ich das machen muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Zurück. Schalter. Er muss also einmal nochmal zurück. Okay. Als ob ich die Schalter machen muss. Den Follow mach's nicht. Mir ist richtig, dass ich es nicht gemacht habe. Sammle die Coin ein. Jede Münze zählt, okay. Und dann. Recht ist nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Nice. Das ist schön irgendwie. Dann geht's hier durch die Wasserfälle in ein dunkles Gebiet rein, wie gruselig. Und wir halten Luigi. Was ebenfalls wunderschön ist. Und auch jetzt die meisten der Schätze. Was ebenfalls schön ist. Wir können durch. Und uns das Schrein schießen lassen. Dadurch kriegen wir eine weitere Kiste.
Und dann müssen wir einmal im Gebiet runter. Allerdings per Röhren. Falsche Röhren, denke ich. Ja, noch einmal runter. Ich kann die Kamera nicht ändern. Was dieses Versteck ziemlich fies macht. Die Kamera nicht ändern kann. Und dann fehlen noch zwei Schätze. Ich war ziemlich unsicher, wie er gegangen ist. Also hat das Ding genommen. Ging dann so lang. Hier ist so ein Ding, wo man sich wegschießen kann. Nicht hinschießen. Sogar ziemlich unsicher, wo ich uns noch lang zu gehen habe. Das ist falsch, aber irgendwie auch richtig, weil ich mich jetzt dann wieder hochschießen kann. Was? Der Weg? Wo führt mich der hin? Ich sollte zurück. Wie ist der Typ gegangen? Achso, wieder hoch. Man ist so schön nach unten gegangen und jetzt geht man wieder hoch. Okay. Dann bestimmt weiter hoch. Und dann hier. Ja, müssen wir nichts machen. Immer weiter hoch. Hier ist die letzte Prüfung. Haben wir die sogar geschafft. Und dann... müssen wir so machen. Und das bringt uns zur letzten Truhe, die wir bereits haben. Das heißt, zurück in den Pilzpalast und nochmal nachchecken, ob wir alles haben. Wenn nein, dann wäre das ultra bitter. Und haben wir alles? Ja, Sammelkisten voll, Waffenkisten voll. Wir haben nur ein paar Prüfungsspezialherausforderungen, aber die gibt es ein anderes Mal. Im nächsten Part geht es weiter mit Welt Nummer 2. Ich sag ciao, Leute.